Ach, der Uwe gibt wieder Zeichen. 3, 2, 1, ab. Servus, liebe Sportfreunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bixi TV. Heute sind wir zu Gast im Fahrbachstadion zu Emmering, besser gesagt im Vereinsheim. Und was machen wir heute hier? Wir machen eine Pressekonferenz anlässlich des anstehenden Derbys TSV Emmering gegen den TSV Assling. Dazu haben wir zwei Trainer eingeladen, die wir jetzt recht herzlich begrüßen. Das ist der Trainer Andi Bauer. Andi, darfst du dich reinkommen? Und aus Assling begrüßen wir Stefan Vogelrieder. Stefan Holzmann lässt sich leider entschuldigen. Er ist abwesend, aber er hat uns seinen Stellvertreter geschickt. Und Birdi wird auch das Spiel am Sonntag coachen. Noch kurz etwas zu den Rahmenbedingungen hier in Emmering. Zunächst danken wir erstmal dem TSV Emmering dafür, dass wir die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen haben und hier unser Interview durchführen können. Wie wird das Ganze bezahlt? Das Ganze orientiert sich an dem örtlichen Bierspiegel. Die Angabe erfolgt in Hektolitern. Wie viel das sind, werden wir nachher noch austrinken. Ansonsten, wie sich das gehört für einen ordentlichen Gast, haben wir natürlich auch ein Gastgeschenk mitgebracht. Das hole ich jetzt mal kurz hervor. Passend in den Farben grün für den TSV Emmering. Und Andi, ich übergebe das mal stellvertretend an dich. Und du darfst es auch auspacken kurz. Und Achtung, ich als Hinweis, manchmal sticht auch rot. Oh, und ah, nee, doch nicht so. Ah, hat er kaputt gemacht, der Hund. Ah, warte. Jetzt sticht er schon, oder? Ja, komm her. Ja, ich schaue mal. Du und der eine. Ich schaue mal nicht mehr auf. Dankeschön. Also, der rote Kaktus. Gastgeschenk von Bixi TV. So, aber das zum Vorgeplänkel. Ihr seid nicht hier, um den Bixi TV zu sehen, sondern eure Fragen zu stellen zum Derby. Und wir haben heute wieder einige Pressesprecher und Zeitungsvertreter akquiriert. Natürlich nur aus Emmering und Assling. Für die überregionalen Pressevertreter hatten wir leider keinen Platz. Und ich würde sagen, legen wir los. Ich möchte euch kurz bitten, euch kurz vorzustellen mit eurem Namen, von welcher Zeitung ihr seid und an wen die Frage gerichtet ist. Da wir hier eine Dame haben, würde ich sagen, Ladies first und Ihre Frage bitte. Vielen Dank. Was sind Sie, Henke, von Assling News aktuell? Ich habe gerne eine Frage an den Herrn Bauer gestellt. Ich würde gerne zunächst über den sportlichen Erfolg, den Emmering bisher gefeiert hat, sprechen. 4 Spiele ohne Niederlage, darunter 3 Siege und zuletzt einen beachtlichen Auswärtssieg von 0-6 in Hürnrein. Da kann man natürlich warnen, dass Emmering eine gewisse Favoritenrolle hat beim Derby. Sehen Sie das auch so? Also erstmal servus miteinander, gell? Nein, es ist so, die ersten Spiele ist auch was anderes wie letztes Jahr. Wir haben, unser Kader hat sich ein bisschen vergrößert, auch mit der ersten. Das ist natürlich, wenn die zweite Wegler spielt, ist natürlich so, schon so, dass immer mehr Spieler dann auch ab und zu mal von der ersten runterrutschen. Und der Kader auch von der ersten ist jetzt schon stark von 18, 19 Leuten. Waren einige verletzt ja da. Und jetzt ist so, dass nacheinander immer mehr dann auch wieder auch von den Verletzten wieder kommen werden oder kommen. Und ja, der Kader war letztes Jahr schon nicht schlecht, waren aber auch viele Verletzte. Das war letztes Jahr nicht so, was wir uns ausgerechnet haben. Und jetzt ist, sagen wir, der Kader richtig stark und wir werden von Spiel zu Spiel immer stärker. Und ja, vor allem die letzten 3 Wochen waren, es war von Spiel zu Spiel immer wieder eine Steigerung da. Und ich glaube, letzte Woche haben wir ein Riesenausrufezeichen gesetzt. Das war natürlich auch so wie Meier, Michi, Leistenbruch. Ist ein absoluter Stammspieler von der Kreisklassenmannschaft damals. Hat letztes Mal auch zum ersten Mal wieder gespielt. Oder der Paul Christian, was ganz, ganz wichtig ist. Das sind halt Spieler, die sich in die Spiele auch entscheiden können. Das war das kleine Etwas, wo wir vielleicht trotzdem die meisten Spiele stärker waren, aber einfach die Tore nicht gemacht haben. Und ja, es wird immer besser, aber auf die Frage, mit dem Favoriten zukommen zu lassen, das ist immer schwierig zu sagen. Das kann man jetzt nach dem letzten Spiel sagen. Aber Favorit, glaube ich, gibt es in einem Derby nicht. Die ersten Spiele
oder letzter, die Spiele haben wir zwei Spiele verloren, wir haben einiges gut zu machen, aber der Kader ist jetzt kompletter anderer oder und ist auch sehr durchtrainiert, sehr gut beieinander und ich glaube, Favorit will ich nicht sagen, aber wir sind sehr gut gerüstet für das Spiel. Vielen Dank, Andi, das war ja schon eine ganz schön lange Antwort, Mensch, du, deswegen habe ich da auch schon mal 4 Euro für dich reingetan, die kriege ich übrigens nachher von dir, weil die Leute haben nicht so viel Zeit wie du vielleicht, ja, wenn du auf dem Fußballplatz zusammen rennst. Was ist, wenn du früh ist, hast du noch mehrere da? Kannst du eine Karte zahlen. Okay. Genau, die nächste Frage bitte. Ja, Silmeier, von der internen Presse TSV Emmering. Eine Frage an den TSV Assling. Ihr erster Trainer ist ja auf Kur, Entzug, wie auch immer. Sie sind ja selbst auch angeschlagen. Können Sie überhaupt die Mannschaft motivieren? Funktioniert das überhaupt im Training? Auch Sie haben jetzt Muskelzerrungen. Der von wie startet sich da das Training? Ja, ich glaube mal vorab meine Muskelzerrungen bzw. auch die Probleme vom Haupttrainer Stefan Holzmann, glaube ich, machen jetzt mal dem Training von unserer Mannschaft gar nichts ab. Also die Jungs sind heiß, die wollen das Derby spielen. Also die, klar, die sind top motiviert. Ich glaube, da brauchen wir selber nicht mehr viel machen. Und ja, also ich glaube, da kann ich echt nichts mehr viel dazu sagen, als dass die Jungs wirklich top motiviert in das Spiel gewähren. Um das mal ein bisschen abzukürzen. Im Gegensatz zum Herrn Bauer. Ja, sehr gut. Also da schon mal 1-0 für den TSV Assling, würde ich sagen. Von der Redelänge her. deutlich kürzer, knapper, prägnanter. Okay. Darf er gerne machen. Also, die nächste Frage bitte. Ja, Sie haben jetzt den Wolf Alex von Bergler. Eine Frage an den Bauer. Und zwar, kann ich ja bitte kürzer beantworten, wie die vorherige. Der Vollmer Willi, Ikone aus Assling, wird immer wieder in Emmering gesehen. Die Leute sagen öfter sogar, wird Assling. Aber der Bauer Andi, Trainer von TSV Emmering, wird auch sehr oft in Assling gesehen. Kann es sein, dass da zwei Seelen, die Seelen in die falschen Körper drin sind? Eine sehr gute Frage. Kein Kommentar. Nein, kurz, oder? Du kannst auch den Kommentar verweigern, Andi. Nein, es ist so, Fulmer Willi ist ein Koryphäe, Siegen Albe wieder gerne in Emmering. Auch wegen Umsatz, sage ich mal. Ja. Und ich schaue natürlich auch, wenn ich ab und zu Assling zuschaue, das ist ein bisschen Ausgleich, weil da muss ja jeder was verdienen im Vereinsheim. Und deswegen lasse ich mich auch gerne in Assling sehen. Genau. Ja, die nächste Frage. Vom TSV Emmering, vom Steilpass des TSV Emmering, muss ich besser sagen, von der Stadionzeitung. Ich habe eine Frage an TSV Assling. Ihr wart ja letzte Woche spielfrei, ihr habt Kraft getankt wahrscheinlich. Die Frage ist das eher von Vorteil oder von Nachteil für euch? Also ich glaube mal definitiv, dass es für uns von Vorteil ist. Wir haben sehr, sehr starke kampfstarke Leistung im Burgmühl abgeliefert, durch das auch, sage ich mal, den, ja, ich will es nicht zu hoch greifen, aber vielleicht den Klassenprimus ein bisschen schon den einen oder anderen Punkt abgeluchst und ich glaube, dass uns die Pause nicht schlechter hat, über das Ganze nochmal ein bisschen nachzudenken, was wir da für Leistung vollbracht haben und definitiv mit derselben Motivation und mit derselben kampfstarken Leistung in das Emmering-Spiel gehen. Vielen Dank für die Frage. Die nächste Frage bitte. Kilian Hofbauer von Kupferdachin News. Hätte Frage an Herrn Bauer. Herr Bauer, es ist ja eigentlich so, dass, oder beziehungsweise ist ja schon seit längerem so, dass in Kneipen darf man eigentlich nicht mehr rauchen. Sie werden aber immer wieder beobachtet, wie es eine nach der anderen rachen am Spielfeldrand. Sind die Spiele so nervenaufreibend? Beziehungsweise wie viele Packungen gehen da bei einem Spiel dann circa drauf? Das ist so, mein großes Idol war der Werner Lorenz von 60 München, da hat 60 die größten Erfolge gefeiert. Und der hat glaube ich 3 Schachteln in so einem Spiel gebracht und im Derby sogar 4. Ich schaue jeder sich mit einer Schachtel gut klarkommt auf 90 Minuten. Und bei der dritten Halbzeit brei ich da natürlich auch noch eine. Vielen Dank. Die nächste Frage bitte. Servus, Marinus Riedl vom Beinschuss. Eine Frage an den Herr Bördi.
Bekanntlich ist der Schönste an Assling als Ortstafel nach Emmering. Mir stellt sich die Frage, weshalb jemand freiwillig bei Assling spielen will. Fehlt schlichtweg die Qualität, beim so viel erfolgreicheren TSV Emmering zu spielen? Also ich glaube mir ganz ehrlich, dass bei uns in Assling, glaube ich, jetzt keinem unbedingt die Qualität fehlt, in Emmering zu spielen. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Trupp und ich glaube, wir werden uns dementsprechend natürlich am Sonntag sehr gut verkaufen. Und ja, ich finde die Frage schon fast ein bisschen dreist, aber naja. Ah, wir haben eine sei dir verziehen. Pressefreiheit ist auch bei Pixel TV. Jeder darf seine Fragen stellen, wie er sie gestellt hat. Die nächste Frage bitte. In diesem Sinne, Wenske Max von Sport im Ort. Ich hätte eine Frage an den Herrn Bauer. Letztes Jahr war es so, dass er einen Spielgruppenwechsel vom TSV Emmering gegeben hat. Da ist sie wirklich stark gemacht worden dafür, dass wir die B-Klasse wechseln und können. War der Sinn vielleicht dahinter, dass man ein Derby zwischen Emmering und Assling wieder hat? Und uns stellt sich natürlich auch die Frage, ob der Wechsel bereut werden nach diese zwei harten Derby-Niederlagen letztes Jahr. Also bereut ist der Wechsel auf keinen Fall. Oder wird er auch nicht. Auch wenn die zwei Niederlagen hart waren für uns. Dafür haben wir durch den Wechsel auch die Chance, dass wir das wieder gerade rücken. Wird wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich die zwei Spiele in dieser Saison werden. Und wie gesagt, es gibt ja nichts Geiles wie ein Derby mit der ersten, schaffen wir es leider nicht. Wenn nicht an wem das liegt, vielleicht ein bisschen an uns, früh an Assling. Es ist also, man muss was auch mit der zweiten machen. Der Beinschuss hat noch eine Frage, bitte. Genau, nochmal Marinus Riedl vom Beinschuss. Assling stellt einer der stärksten, beziehungsweise die stärkste Offensive der Liga, aber mit einer der schwächsten Offensiven bei der zweiten Mannschaft. Fehlt schlichtweg die Handschrift vom Trainer? Oder gibt es überhaupt eine Handschrift vom Trainer? Also ich glaube, grundsätzlich gibt es definitiv schon mal eine Handschrift vom Trainer. Ich meine, ich kann jetzt als Co-Trainer nur mal so viel dazu sagen, dass der Herr Holzmann eine sehr gute Leistung als Trainer verbringt. Wie auch auf dem Platz. Er spielt, wie man ihn kennt, sehr aggressiv, sehr offensiv, sehr gut nach vorne. Und mei, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich glaube, wir brauchen uns weder mit unserer Defensive noch mit unserer Offensive Stecker. Und wie es dann wirklich ausschaut, werden wir uns am Sonntag anschauen können. Vielen Dank. Die nächste Frage bitte. Ja, nochmal Kilian Hofbauer vom Kupferdache News. Stichwort Rosenheimer Herbstfest, Herr Bauer. Jetzt war es ja so, am letzten Freitag war Assling am Herbstfest und am Montag dann die Emmeringer. Jetzt hat natürlich Emmering ein bisschen weniger Regenerationszeit. Es ist natürlich die Frage, haben da vielleicht einige Spieler nur ein bisschen Alkohol oder Alkoholintus? Also, würde mich mal interessieren. Ich muss ehrlich gesagt sagen, unsere Jungs, die stecken das brutal weg, weil das waren ja nicht die ganzen einzigen Tage. Ich glaube, es gibt ein paar Leute, die haben vielleicht einen Tag erst ausgelassen und haben sogar teilweise in der Kreisliga gespielt. Vielleicht ab und zu der eine oder andere gerade noch eine Halbzeit und ist noch rausgekommen. Aber ich glaube, der TSV Emmering steckt sich in die Spiele besonders gut weg, weil ich finde, Herbstfestzeit, da ist jeder drin. Und da sieht man, da haben wir die meisten Punkte. Das kommt vielleicht darum, was bestimmte Mannschaften mehr vertrauen können. Sehr gut. Die nächste Frage vom Beinschuss, der fleißig aktiv ist. Bitte. Selbstverständlich. Hallo, Marinus Riedl vom Beinschuss. Eigentlich die alles entscheidende Frage an den Herrn Bauer, auch genannt das Gehirn. Ich stell die Frage direkt an Sie. Gehirn, schnüren Sie die Stiefel am Sonntag? Also danke nochmal für den super Namen. Ich glaube, da habe ich in der Arbeit auch schon sehr viel zurückbekommen, wo das im Beinschuss mir damals in der ersten drin gestanden ist, mit meinem Büdel drin, Gehirn für Emmering. Sehr gut zugute gekommen. Also, aber ich werde definitiv nicht mehr spielen und ich glaube, das ist auch gescheiter so. The Brain Andy Bauer. Gibt es noch welche Fragen von der Presse? Ja, ja, bitte. Wenske Max von Sport im Ort war nochmal am Start. Herr Bauer, ich nochmal Frage an Sie. Letztes Spiel hat der Christian Breu stark aufgespielt. Jetzt stellt sich uns natürlich die Frage, wer da im Derby vor der Partie sei oder ist er einfach schon für Kreisliga nominiert? Ja, der Christian wird spielen.
vielen Dank für die schnelle Antwort. Vielleicht noch als Nachtrag, auf welcher Position? Das hätte mich interessiert. Sage ich auch ganz ehrlich, weil mit Überzeugung hinter die Spitzen und der hat die letzten 10 Spiele, wo er gespielt hat, zwischen 1 und 2 Tore jetzt mal geschossen. Ja, Herbert Roth nochmal vom Steilpass. Eine Frage noch an Aßling. Die Frage ist für mich die ganz große, die entscheidende. Freut euch ihr mehr auf das Spiel oder mir? Ich glaube, dass wir mit einer dermaßen Motivation in das Spiel gehen, das kann man sich schwer vorstellen. Schwer. Natürlich muss man sagen, wir haben die letzten zwei Derbys gewonnen. Da müssen wir natürlich nachlegen. Und von dem her gehen wir natürlich mit einer Motivation in das Spiel, dass wir sagen, wir wollen natürlich das Dritte auch reißen, weil alle guten Dinge sind drei. Und dann machen wir das auch noch. Hoffen wir natürlich. Wir haben eine starke Truppe und die Jungs, die sind fit und wollen natürlich alles reißen. Alles klar. Vielen Dank. Hier ist noch eine Frage. Ihre Frage bitte. Patricia Henke von Aßling News aktuell nochmal. Herr Bauer, die erste Mannschaft von Immering ist ja in die Kreisliga aufgestiegen. Jetzt redet jeder von der ersten Mannschaft und jeder redet von der Kreisliga. Kommt da die zweite Mannschaft nicht irgendwie zu kurz? Der Pressesprecher von Immering behandelt die zweite Mannschaft eher stiefmütterlich. Sehen Sie das genauso oder sehen Sie das anders? Finde ich überhaupt nicht so. Zu kurz gehen wir mal. Es ist halt einfach eine zweite Mannschaft, wie bei jedem anderen Verein auch. Zurzeit ist in Immering die Euphorie wahnsinnig hoch oder groß. Besonders in der ersten, die Punkte oder die Leistung, was die abrufen, das ist phänomenal, muss ich erst mal sagen, weil das war gegen einen Top-Gegner, haben wir uns jetzt da vorne ein bisschen eingenistet. Das ist so selbstverständlich, dass da Immering oder die erste, wie bei allen anderen Vereinen auch, die Nummer 1 ist und so soll es auch sein, aber es ist genauso auch mit meinem Trainerkollegen Wolfgang Gramlinger, ist Immering, da gibt es keine erste und zweite von den Typen her. Wir sind eine Mannschaft und genauso wichtig ist auch, wie der Unterbau weitergeht mit der zweiten. Und es sind auch Ziele, dass auch der eine oder andere für die Jungen in die erste Reihe kommt, gehört er genauso dazu. Und wir wollen schon vorne bei den Top 5 dabei sein. Vielen Dank. Hier ist noch eine Frage von der Wolf-Alex vom Bergler. Frage an Immering nochmal. Es werden ja am Sonntag einige Zuschauer erwartet aus Aßling. Wie letztes Jahr bekannt wurde, ist ja der Pfarrbach missbraucht worden als Siegesmonument vom TSV. Wird irgendwas unternommen, um die Natur von Immering ein bisschen zu schützen, damit nicht wieder die Massen über den Pfarrbach herfallen? Es ist ja so, ich glaube, bis jetzt hat es immer einen Angriff gegeben und immer wieder einen Konter. Ich war auch schon teilweise mal beleidigt, auch von unserer Seite. Wichtig ist, dass man es einfach nicht übertreibt, das Ganze. Und das Problem ist halt einfach, es hat immer wieder brutale Steigerung gegeben und irgendwann denkst du mal, es gibt eigentlich nichts mehr, wo man jetzt steigern kann, das war einfach ganz normal noch in die Sitten ist. Aber wir sind gespannt drauf, ein Konter gibt es immer. Okay. Vielen Dank. Noch eine Frage, bitte. Kilian Hofbauer vom Kupferdachin News nochmal. Ich hätte aber eine Frage an den Pressesprecher von Immering. Ja gut, das ist kein Problem. Er sitzt hier mit im Publikum. Okay. Wir würden ihn kurz bitte nach vorne bitten. Manu, komm doch bitte kurz. Ja, komm ein bisschen ran da. Herr Sedlmayr, jetzt war es so, dass letztes Jahr ist ein Bild in den Social Media vom TSV Immering eben veröffentlicht worden aus der Kabine. Hauptlieferant da bei euch in Immering ist ja eigentlich Maxl Rainer. Und auf diesem Foto hat aber nicht ein Spieler Maxl Rainer in der Hand gehabt, sondern eigentlich haben alle Augustiner drungen. Wie erklären Sie diesen Fauxpas? Ja, erst einmal meinerseits auch grüß Gott. Ist ganz einfach, wir haben aus Versehen andere Aufkleber drauf gekriegt. Wir haben leider nichts dafür können. Bei uns ist natürlich Maxl Rain oberstes Gebot, funktioniert ja gut. Ich glaube mittlerweile auch in Aßling kann man die Tabelle lesen. Immering steht an zweiter Stelle, Liga kann man auch lesen in Aßling, glaube ich. Wer höherklassig spielt, also von dem her, glaube ich, passt das alles. Alles klar, vielen Dank. Sind noch weitere Fragen? Ja, der Steilpass von Immering hat noch eine Frage, bitte. Hat eine Frage, und zwar dahingehend, dass man sagt, ja, das Bier von Immering wird registriert. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, was es in Aßling gibt. In Aßling? In Aßling haben wir einen Vertrag mit dem Wildbräu. Funktioniert sehr gut.
soll jetzt mal vorbeikommen und soll es mal probieren. Vielleicht scheinbar zu selten am Fußballplatz. Ja, der Steilpass muss ich öfters sehen lassen auf dem Büchsenberg, da fallen einige Tore. Noch als Hinweis, Wildbräu, 30 Jahre Pachtvertrag wird erfüllt und wie es dann weitergeht, wird man dann in ein paar Jahren sehen. Weitere Fragen bitte? Ja, da war nochmal der Wenske Max von Sport im Ort. Herr Bauer, hier ist eine kurze Frage. Sie haben ja dreimal verzweifelt versucht, in der Trikot bis zu machen. Mittlerweile ist abgestürzt. Ich hoffe, dass in den Spielen nicht so geht, was die Sie da anlassen. Prost. Oh, das Trikot ist abgestürzt, das TSV Emmering. Hoffentlich ist das kein Vorbote für das Spiel. Ist ja ganz okay. Lieber stürzt das Trikot ab. Und am Sonntag stürzt alles ab. Also, das war das, glaube ich, das Schlusswort. Es sind, glaube ich, keine Fragen mehr in der Presse. Dann vielen Dank für Ihre investigativen Fragen. Die Trainer haben alle Fragen beantwortet. Und wir freuen uns auf das Derby am Sonntag in Emmering, 13 Uhr. Schaut's vorbei, weil das müsst ihr euch live anschauen. Und TSV Emmering freut sich auf viele Zuschauer, genauso wie der TSV Asling. Macht's gut, bis dahin. Servus. Bevor wir alle abhauen.